Herzlich willkommen zu meinem Video. Screenshots machen, so schnell geht's mit dem kostenlosen Captura 8.0. Wo du Captura herbekommst, dieses kostenlose Open Source Programm von FS Session habe ich schon im ersten Video beschrieben. Jetzt geht es hier wirklich nur um Screenshots und da zeige ich dir die wichtigsten Einstellungen dazu, wie du das dann gut hinbekommst. Ja, wir haben hier das Programm wieder gestartet und du weißt, wenn ich da herklicke, dann könnte ich einen Screenshot machen oder ein Video aufnehmen. Und vielleicht vorweg eine wichtige Einstellung, wenn ich hier bin, dann gehe ich hierher und sollte dann hier bei Start der Aufnahme minimieren, dann machen, dann wenn ich hier diesen Bildschirm aufnehme, sollte dieses Fenster natürlich dann nicht zu sehen sein, dann hier das Häkchen setzen, auch bei immer im Vordergrund. Das heißt, wenn die Aufnahme beendet ist, dass es dann wieder eingeblendet wird. Das würde ich dann mal empfehlen. Und dann ganz wesentlich, wenn du hier gehst zu Einstellungen, geht ein Fenster auf und da kannst du dir nämlich dann die Hotkeys anschauen, mit denen du dann, also mit diesen Tastenkombinationen, mit denen du dann diese Bildschirmaufnahmen dann starten kannst, einen Screenshot praktisch vom gesamten Bildschirm, und wenn du zwei Monitore hast, wären das dann beide Monitore, da habe ich mir hier eine Tastenkombination eingestellt, Alt F5, wenn du da hier hineinklickst, dann kannst du das dann verändern, also wenn ich hierher gehe zum Beispiel, Press New Hotkey, dann kann ich das neu festlegen, ich mache das jetzt wieder so die Alt-Taste und F5, dann würde er, es machte mir gerade hier diesen Screenshot noch einmal, obwohl ich das hier neu festgelegt habe, ich gehe wieder hierher, dann hat er es wieder hier festgelegt. Also das hier sind die Tastenkombinationen, die du dir merken solltest, aufschreiben solltest. Und ich habe mir eben hier dann festgelegt, dass ich mit Alt F5 eben dann den ganzen Bildschirm, in dem Fall meine beiden Monitore, das aktuelle Fenster, das gerade ausgewählt ist, wenn ich hier einen Browser auswählen würde, zwischen mit Alt F6, Alt F7 den Desktop und nur einen bestimmten Ausschnitt daraus Alt F8. Ja, das werden wir jetzt einmal gleich ausprobieren. Ich gehe jetzt wieder mal daher und drücke jetzt mal die Tastenkombination, in dem Fall, die ich bei mir eingestellt habe, Alt F5. Dann verschwindet es kurz, dann im Hintergrund geht dieses Bearbeitungsfenster auf und da habe ich wirklich meine beiden Monitore und da kann ich dementsprechend dann auch hier mir etwas dann aussuchen, wo ich das Ganze dann bearbeiten kann. Ich könnte dann hierher gehen, hier sehr dünn, siehst du das, ich könnte das hier dicker machen. Und könnte hier dann zum Beispiel Striche machen, könnte dann irgendwie was deutlicher dann darstellen noch darauf. Kann dann hier noch so einen Rahmen hineinlegen. Könnte ich den noch ein bisschen dicker machen, könnte auch andere Farben mir dementsprechend dann zum Beispiel aussuchen. Je nachdem, was ich mir hier an Farben einstelle. Oder könnte mir hier eine Palette mir aussuchen. Und je nachdem kann ich mir das hier dann festlegen. Und ich kann mir auch dann einzelne Bereiche hier dann zum Beispiel auch dann löschen, ganz kleine Bereiche oder hier je nachdem wo ich hinkomme, etwas großartiger das Löschen. Gespeichert werden kann mein Screenshot dann ganz einfach normal hier über File, entweder Save to Clipper, dann geht es in Zwischenablage, könnte ich es woanders hineingeben oder wenn ich dann hier auf Save gehe, kann ich mir das Verzeichnis aussuchen, wo ich es dann hineinkopiere und kann mir hier dann das Format dann aussuchen, ob JPEG oder PNG dann zum Beispiel. Ja. Dann probiere ich noch eine andere Tastenkombination, das wäre dann wieder Alt F6, du kannst dich erinnern, das aktive Fenster, da wähle ich mir das einmal hier aus, das hier der Browser ist gerade mein aktives Fenster und drücke dann dementsprechend dann Alt F6, landet dann wieder bei mir hier in der Zwischenablage. Ich habe hier wieder den Image Editor und kann den dann hier, ich kann da wieder dann auf Änderung machen, kann dann wieder was malen, aber in dem Fall ist nur das aktive Fenster, wie gesagt, das ich mir hier vorher ausgesucht habe. So, ich mache das jetzt hier zu, mit No, und möchte jetzt nur einen bestimmten Ausschnitt mit dann abfotografieren quasi, das wäre dann ja mit Alt F8, also von einer bestimmten Region dann, so habe ich es mir eingestellt, und habe dann hier die Möglichkeit, mir das aufzuziehen, dieses Fenster, und in dem Fall möchte ich nur, dass dieses Bereich hier, und dann klicke ich hier auf diese grüne, auf dieses Häkchen da, und dann wird dann tatsächlich hier nur dieser Bereich, den ich da gehabt habe, dann ausgewählt, und da könnte ich dann wieder irgendwas hineinzeichnen, ja, etwas hineinschreiben, was auch immer, um was zu verdeutlichen, und kann das Ganze dann wieder dann entweder in die Zwischenablage, also Clipboard, oder könnte es dann wieder speichern. Ja, also du siehst, man kann mit Captura jetzt nicht ein Video aufnehmen, Audios aufnehmen, sondern ich kann auch ganz leicht Screenshots machen, die dann weitergeben und abspeichern und so weiter. Also Captura, ein Programm für ganz viele Möglichkeiten. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich bald wieder bei einem nächsten Video.